Hallo, meine Freunde, herzlich willkommen wieder hier zurück zu Euro Truck Simulator 2 Italia, der Italie im Multiplayer mit meiner Wenigkeit. So, es geht weiter. Wir haben hier, hier können wir zum Beispiel wieder etwas weiter nach unten. Wir könnten aber auch Würste 17 Tonnen nach Bari schaffen. Da waren wir jetzt nämlich auch noch gar nicht. Das ist gleich hier drüben. Von daher fahren wir das auch. Da müssen wir ja rechts rum. So, China-Mann, blockier mir bitte den Ausgang nicht. Das wäre sehr liebensgewürzig. Engine Scanner. Da müssen wir einmal hier rein. Aber diese Abladestellen sind ja gar nicht so schlecht, ne? Teilweise etwas enger gehalten als üblich. So, genau. Was hast du denn da zur Auswahl? Kühlauflieger? Schwarzmüller Kühlauflieger? Oder den isolierten Kühler? Och, hier gibt es einiges zur Auswahl. Nehmen wir den Schwarzmüller, wa? Das sieht eigentlich ganz nice aus. So, annehmen. Habe ich so noch gar nicht gesehen. So, haben wir den? Ah, hier hinten. Sehr gut. Wuhu, das war knapp. Was sagt denn hier drin eigentlich die Uhrzeit? 7.03 Uhr? Naja, gut. Kann ich ja Lichtuhr ausschalten. So, beziehungsweise mit Standlicht fahren, das passt schon. Ah, China hat es auch geschafft, sehr schön. Mit seinem Schwerlast-LKW, zack, da hat er Angst gehabt. So. Wunderbar, da geht das hier los. Unseren Schwarzmüller Kühlauflieger. Wenn jetzt noch die blöde Schrift unten weggehen würde, danke. Ein bisschen ordentliche Thumbnails hier für euch mache, die. So, your left the city, das ist schön. Dann einmal Reisverkehr rein und auch gleich wieder raus. War ein bisschen zu enge. Wo? Da oder was? Dankeschön. Wenn wir ein bisschen auf die Verkehrsführung achten, die ist immer etwas eigen hier. Careful Collision Zone 1. Alles klar. Weiß ich definitiv Bescheid. Dup, 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 dum, dup, 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 dup. So. So, dann einmal rauswärts damit. Ne, wir können hier bleiben, oder? Nee, wir hätten da abfahren müssen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber wir können doch noch weiter geradeaus schießen. Navi hat sich nochmal geändert. Nö, gut. Fahren wir erstmal weiter geradeaus. Gucken, wo uns hier so hinlenkt. Bleiben dann hier erstmal. Haben natürlich eine riesige Mautstelle erwischt. Sehr gut. Ja, 9 Euro Maut. Das hätte ich schon gleich sagen können. Dass da jetzt nicht viel dabei rumkommt für die kurze Strecke.
So. Nur mal gespannt, was sagt denn hier die Kilometeranzahl? 248 Kilometer. Ist jetzt nicht viel. Sollen wir problemlos schaffen. Bin jetzt nur so gespannt, jetzt kommt hier wieder ein Tunnel. Wir haben jetzt ja Maut bezahlt. An der nächsten Mautstelle kommt, weil ich dachte eigentlich, Italien ist alles so, was Tunnel und Brücken angeht, musst du jedes Mal Maut zahlen. Also eine Mautstelle nach der anderen, so auf Deutsch. Scheint ja nicht so, aber Hauptsache dreispurig. Gefällt mir. Ein dreispuriger Tunnel gefällt mir. Aber leider hier gar nicht gerade mal so viel los. Wo man natürlich dementsprechend schnell fahren kann. Aber trotzdem, wir fahren jetzt ja schon wieder etwas weiter in den Süden. Ah, jetzt muss ich da vorne runter, alles klar. Das ralle ich jetzt auch. So, mal ein bisschen langsamer. Geht's auf der andere Autobahn? Es geht auf eine andere Autobahn, oder? Ja. Auch hier bis jetzt, wie sieht's denn hier aus? Live in Rec von TPH, das sind drei Mann unterwegs. Aber von denen entferne ich mich mehr. Nichts los hier. Im Umkreis von 1 Kilometer. Ey, 1 Kilometer vor allen Dingen von 10 Kilometern. Nee, doch, 1 Kilometer passt schon. Na gut, da düdeln wir halt ja alleine durch, das ist ja nur weniger das Problem. Dadurch, dass es nur wieder früh morgens wird, die Nacht leider schon wieder durch. Sollen wir uns jetzt gar nicht mal bei Nacht angucken. Und ja, wie gesagt, wir gehen von den S natürlich schon auf das R-Modell, ne? Alles zu seiner Zeit. Wo ich mir fast denken kann, dass sie sich so viel jetzt nicht nehmen werden. So. Da vorne blinkt schon die ganze Zeit unser Zielchen auf. Aber jetzt geht es erstmal hier wieder durch den Tunnel. Der schön beleuchtet ist, muss man lassen. So, haben wir wieder hier Nothaltepunkte. Hier wieder eine Tankstelle. Ja, die brauchen wir jetzt noch nicht. Weiter hier durch gar nichts, oder? Kommt hier mal wer? Ja, doch, da kommt einer. Entweder kommt er uns entgegen oder wir kommen ihnen entgegen. Also, oder von hinten halt, ne? Ah, ne, der steht ja an der Tankstelle. Na ja, gut. Ja gut, das war dann aber schon der einzige. Aber dadurch, dass wir hier eh runter müssen. So. Von rechts kann keiner kommen. Na, da kommt mal ein Verbund. CDA 01, CDA 97, CDA 3 und CDA 9, ganz klar.
Wo soll denn, hey, jetzt ist es wieder links. Also wir schleichen uns dann doch schon über die ganzen Weinberge hier, ne? Wie rechts von uns zu sehen. Hier ist noch so eine komplett abgelegene Firma wieder. SRL. Ansonsten schlingeln wir uns erstmal hier so ein bisschen durch die ganzen Weinberge hier durch. Sieht ja alles schicki-schicki aus. Man würde auf die Geschwindigkeit achten. Ich kann halt nicht so oft draußen fahren. Wie gesagt, ich habe kein Talent dafür, so leid es mir tut. So, sieht eher so aus, als wären so kleine Landstraßen, die jetzt hier in ein kleines, gemütliches, italienisches Dorf führen. Oder von mir aus auch Kleinstadt, je nachdem. Einmal über eine Brücke. Oh ja, sieht schön aus. So, dann geht's einmal links rum nach Bari. So, wo haben wir jetzt hier Bari? Da vorne. Aber man sieht schon wieder, Aufliegerschaden 0%. Danke. Solche Hinweise sind immer wieder gut, finde ich. Erster Aufenthalt in Bari. Sehr schön. Aufliegerschaden 0%. Nochmals, vielen Dank. So, kommt uns einer in G? Ja, da kommen wir in G schon, alles klar. Der Nikolas, ja, die Russen. Die sind auch überall. So. Dann müssen wir einmal hier hoch. Aber stell euch mal vor, hier wäre wirklich mal so richtig massiv was los. Also, das wäre bei solchen Städten und solchen Straßen. Das wäre ein Zuckerschmaus. Wird zwar viele Unfälle und viele Schäden geben, das ohne Frage. Das wäre trotzdem cool. Schön hier. Muss man wirklich lassen. Wirklich, wirklich, wirklich schön hier. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht habt, ne, in der Videobeschreibung gibt es immer wieder einen Link. Ich müsste es eigentlich am Anfang der Folge jedes Mal sagen. Ich vergesse es aber auch jedes Mal. Ihr wisst ja, wie es ist. Einmal rechts, aber steht ja auch alles ganz oben in der Videobeschreibung. Boah, die Italiener mit ihren Kreisverkehren, du. Menschenskinner. Moin. Moin. So, müssen wir einmal. Was ist denn hier der Eingang? Ach, da. Hier ist der Eingang, sag mal, ohne Schranke. Wo muss ich denn das abladen? Da vorne? Da vorne. So schön. Sehr gut, erfolgreich abgeliefert. Das ist sogar pünktlich und unfallfrei, 307 Kilometer. 200 Liter Sprit verbraucht. Also alles noch eine ziemlich angenehme Geschichte. Wo fahren wir denn in der nächsten Folge hin, Freunde? Lasst uns das gleich mal abchecken.
Alles klar, von nichts zu nichts finde ich auch immer eine sehr gute Einstellung. Kommen wir denn hier mal nach Toronto? So, das ist nicht eine komplett andere Stadt. Aber Bari hat scheinbar auftragstechnisch gar nichts zu bieten. Finde ich natürlich auch wieder sehr gut. Nach Roma, nach Verona, ist alles zu weit. Es geht alles wieder zu weit hoch. Von Bari nach Bari. Von Bari nach Bulgar, das ist da oben. Nach Brest, alles, wir wollen ja weiter hier bleiben. Es geht alles wieder ein bisschen zu weit hoch. Hannover, Klagenfurt, Polen, naja, Napoli, Frankreich. Da waren wir aber auch schon. Nach Roma, wir waren noch nicht in Rom. Ich glaube, das können wir machen, weil in Rom waren wir glaube ich noch gar nicht. Von Bari nach Rom, Kleidung. Ja. Das kriegen wir hin. 400 Kilometer. Sind wir zwar auf 90 begrenzt, aber naja. Also fahren wir nächste Folge nach Rom, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumle da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüdelü.